Damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2024 Projekt mit dem Minardi-Team. Sehe ich gerade, dass da das Logo anders ist. Warum das denn? Das hatten wir doch schon mal geklärt. Ja, nochmal machen. Ah. Anwenden und Editor verlassen. So. Da die Logo noch einmal angepasst. Ah, jetzt sieht man das oben links auch. Ja, ein paar Punkte haben wir. Mehr wird es im Laufe der Saison nicht werden. Und wenn ich mir angucke, wo unser Auto steht, dann bezweifle ich, dass wir überhaupt noch was reißen werden. Ich hoffe, dass wir so durchkommen. Aber das ist nicht das Einzige. Ich gehe mal auf den Reiter Finanzen. Und wir gehen, hier sieht man schon, verbleibendes Kostenlimit sind 10%. Das heißt, wir investieren jetzt, wenn die neuen Teile kommen, also ein paar sind ja noch hier unterwegs, nur noch in die Forschung. Denn ansonsten fürchte ich, haben wir ein großes Problem. Und ja, für die Rennstrecke Autoleistung Rang 10, wenn ich das richtig gesehen habe. Willkommen im Zuhause des Wir müssen gucken. Qualifikation. Wir schauen mal, was machbar ist. Wer hat das Training am besten genutzt? Wir werden es herausfinden im Qualifying. So, dann gehen wir in die Qualifikation. Wir werden auch direkt einfach mal Green Light. Jeweils eine Runde auf den Asphalt legen. Durchaus möglich, dass der Regen noch weniger wird, aber das schauen wir uns dann an. Im Training lief es für Mick nicht ganz so schlecht. Stay negative on your Delta. Then we will go mode in and cool the car. Und die Frage ist, wird es noch mehr regnen oder nicht? Deshalb würde ich sagen, Reifen aufziehen. Aktuell wird es ein bisschen weniger. Und da fahren jetzt die nächsten raus. Oh, die gehen alle auf die Strecke. Ja, ich würde mit Mick gerne auch rausfahren, aber so. Sind alle auf der Strecke. So, Mick ist der Letzte im Bunde, der auf der Strecke ist. Die Frage ist, wann fängt es an zu regnen? Entweder profitiert nämlich jetzt gleich der Erste oder letzten Endes der Letzte und die Millimeter gehen noch runter. Gelbe. Ja, geht. Ja, komm wieder. You are currently P9. Ja. Ich verstehe das nicht. Man hätte die Möglichkeit, was zu machen. Nein. Es ist manchmal einfach ein bisschen enttäuschend, aber auch. We'll box at the end of this lap. Copy. Komm schon. Und jetzt musst du noch mal einen auf den Asphalt legen, aber frag ihn nach Sonnenschein. Bei 20. Jetzt steigt nämlich wieder, steigen die Millimeter. So, grüner Sektor 1. Grüner Sektor 2 und bringst zu Ende. Dann kannst du vielleicht in die. Jawoll! Wären trotzdem durchgereicht. Oh, das wird knapp. Ja, copy. Aber Top 10 tatsächlich. Das ist das eigentlich, wie das Auto sein soll. Da hinkommen hätte ich nicht gedacht. 35-0. Understood. Natürlich mit viel Glück. Der Mick redet sogar mit mir.
Naja, um hier auch Punkte zu holen, denke ich, muss schon sehr viel passieren. Aber hierum Larum. 4 seconds, 3, 2, 1. Born. Green light. Green light. Go, go, go! Alle gehen auf die Strecke. In 4 Minuten willst du mich Regen geben. Wir haben hier eine gelbe Flagge. That's pretty P1. Aber wir werden durchgereicht. Regen. Platz 5 und Platz 8 ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie sieht's aus. Oh, das hat sich aufgehängt oder was? Nein! Warum ist das immer noch so? Oh, ich bin gespannt, hat das funktioniert. Hängen wir jetzt in diesem Bildschirm fest. Kann nichts machen. Mann! Hasse das Spiel. So, ich lasse das auch schön im Video drin. Leite ich direkt weiter. Die Entwickler auch sehen, dass auch einiges tatsächlich einfach doof laufen kann. Kann ja nicht richtig sein. So, wir starten nochmal Quali 2. Green light. Er zeigt an den 5 Minuten Regen. Fahren wir einfach als letztes raus. Mann, 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 das kann nicht sein, ne? Wirklich. Jetzt kommt Mick raus. Hoffentlich bringt das ein bisschen was. Mick wird eingeholt von Alonso. Und Alonso, zack. Funktionieren grüner Sektor 1. So, geht die Palli auf die 13. Fängt es langsam an zu regnen. Oh, reicht es noch für Mick? Ja, ja. Oh, da war Mick draußen. Ja, ja. Es ist mega enttäuschend mit Mick und das stimmt mich extrem unzufrieden, wo ich mir nicht sicher bin, sollten wir das so lassen oder tauschen wir ihn einfach irgendwann ein. Gucken, ob der Regen nochmal weniger wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, setzen wir jemand anderes ins Auto oder nicht. So, und wir kriegen mal gerade keine Wetterdaten. Das ist auch genial. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Stroll und Alonso können sich verbessern. Dann rutschen wir durch. Komm, egal jetzt. Mick wird es eh nicht auf die Strecke bringen. Fährt offensichtlich aber auch keiner mehr raus. Weiß Platz 11 ist ja an sich schon mal nicht schlecht. Nach vorne sehe ich aber nicht wirklich eine große Chance. Aber Platz 11 und 14 ist schon okay. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Von der Strategie wird nicht ganz so viel gehen. Das scheint hier eine richtige Reifenschlacht zu werden, förmlich. Von daher starten wir einfach mal ins Rennen und gucken, wer am Ende am längsten durchhält, oder... Ich weiß es doch auch nicht. Die Teams führen gerade die letzten Checks durch. Nicht mehr lange bis zum Start dieses. Oh, da steht vorne einer von Minardi. Mit wem spricht er denn da? Und wir wissen, dass Danny. Halten Sie sich gut fest für den großen Preis von Großbritannien. Spioniert wahrscheinlich. Das Startsignal erlischt und los geht's.
So, wie sieht es denn reifentechnisch aus? Da fahren viele mit Softs. Wenn Mick so um Platz 10 durchhalten könnte, wäre ich ehrlich gesagt zufrieden. Platz 11. Oh, Alonso und Stroll. Das wäre schon ein sehr schönes Ergebnis, aber ich sehe schon, dafür ist Alonso viel zu erfahren. Er hat etwas dagegen. Ja, guck mal, Mick macht einfach erstmal Platz. Gelbe Flagge. Da ist einer durchgerutscht, so, Mercedes. Stroll ist hier involviert. Die Gelegenheit fleht darum, ergriffen zu werden. Da zieht er raus. Auch sehr schön gemacht tatsächlich. Sehr spontan. Geht noch ein Haas vorbei. Rennkontrolle, der ist aktiviert. Was ist eigentlich mit Russell? Das wollte ich mir ansehen. Sorry. Das hätte nochmal in die Hose gehen können. So, wir wurden durchgereicht. Habe immer das Problem, die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Dann würde ich sagen, greifen wir mal an mit Mick. Da geht Mick vorbei an Hülkenberg. Jawohl. Müssen wir noch ein bisschen pushen lassen. Da muss man einiges rausholen. 35,5. Er sollte an Stroll rankommen und Stroll hat schon 5 Sekunden Rückstand. Das ist absolut unfassbar. So sieht es aus. So, Boxenstopp für Mick ist geöffnet. Ein bisschen Leistung freigegeben. Werden wir wahrscheinlich alle tatsächlich auch auf die Mediums wechseln. Mal, was wir für Rundenzeiten hinblättern können, ob wir vielleicht Richtung Alonso nochmal einen Ticken näher kommen. So, Alonso geht diese Runde in die Box. Wir werden die nächste nehmen. Wir gucken einfach mal, wo Alonso rauskommt. Und da. Copy. Was haben wir denn eigentlich geplant? Nochmal Mediums aufzuziehen, genau. Boxing ist lap. Copy for Box. Wert für die Paldi 37,3. Den geben wir jetzt ein bisschen mehr Leistung frei. Und den Reifen kannst du ruhig platt machen. So, Boxenstopp und wir hoffen, dass der glückt. Wir kommen hinter Alonso vor Gasly. Gasly war noch nicht. Also erstmal keine Gefahr für uns. So, und ich bin dafür, erstmal direkt Druck zu machen. Nein! Are you okay? Was hat Alonso da gemacht? Das war ein ziemlicher Crash. Warum? Hätte ein bisschen mehr Platz lassen können. Man hat das jetzt gehört. Das finde ich nicht richtig, muss ich ehrlich sagen. So, was ist denn bei ihm jetzt kaputt letzten Endes? Nur Reifen. Also weiß ich nicht. Das ist. Ich würde sagen, das ist nicht richtig. Wir wechseln auf die harten Reifen. Bin gespannt, ob noch eine Strafe ausgesprochen wird. Boxen, Boxen.
Jetzt bin ich gespannt. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, da hätte man ruhig eine Strafe geben können. Das ist nicht, das war nicht fair. Losen, es scheint. Ja. Sah sehr spektakulär aus. Ja. Den Move haben wir schon mal geschafft. Und sind auf Platz 10 gefahren. Und jetzt werden wir die Strategie fahren, Energie zu sparen. Okay, das ist aber kein guter Boxenstopp. Etc. Das tut uns erstmal nicht weh, denn Platz 10 würde ja einen Punkt geben. Damit würde ich mich schon sehr zufrieden geben. Das heißt, wir gucken, dass wir ein bisschen taktieren. Da laufen sie wieder vorbei. So, wir könnten in die Box fahren. Die Reifen müssen nur noch 20 Runden circa halten. Ich überlege, ob wir einen Undercut machen gegenüber Alonso. Macht das auch einfach. Ob wir nochmal an Alonso vorbeikommen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Einmal schön ausbremsen, in die Box fahren. Könnten wir ganz gut managen. Wenn wir Platz 10 bekommen würden oder behalten würden, hätten wir immerhin einen Punkt. Ah, Russell kommt aber auch von hinten, das dürfen wir nicht unterschätzen. Kommt jetzt über Start und Ziel, der wird wahrscheinlich nicht mehr in die Box fahren müssen. Das könnte nochmal eine enge Nummer werden. Aber wir schauen mal. So, Hamilton und Alonso gehen in die Box. Stroll geht in die Box, also Doppelstopp bei Aston Martin. Da sehen wir schon George Russell. Nee, doch nicht. Habe ich mich wohl verguckt. So, wir haben erstmal eine 31-0 gefahren. Haben beide Aston Martin abgehängt. Wir haben Softs mitgenommen, das wird nochmal interessant. Das heißt, ich gehe da auf den Reifensparmodus. Russell 88%. Ich glaube nicht, dass wir nah genug rankommen. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Alonso kann jetzt natürlich Tempo machen, aber seine Reifen werden irgendwann abbauen. Das ist deutlich mehr als unsere. Kommen wir ins DRS-Fenster von Russell. Aktuell so aus. Wir sind auch schneller als Russell. Aber die Frage ist ja immer, wie lange können wir das Tempo gehen? Passiert ist. Für den Augenblick sind wir das mal an Russell Tempo vorbei. 15. Das muss er jetzt durchziehen. Das wird nicht von langer Dauer. Wir haben auch noch ein paar Runden und die Reifen sind für uns natürlich ein Ticken besser gerade. Aber wir müssen das gut abwickeln von der Strategie. Geh ruhig vorbei. Der Herfahren kann manchmal nicht schlechter sein. Nein, Virtual Safety Car, was ist passiert? Und Sekunde. VSC. Das, was wir auf jeden Fall machen, ist, wie die Pfeile hat nichts zu verlieren. Sergeant. Boah, wie spektakulär. Für die Pali wird kein Platz verlieren. Er kann aber danach direkt volle Pulle fahren. Ich hoffe, dass wir doch noch mal irgendwie dann an Russell vorbeikommen. Wird sich gleich zeigen. So, wie ist die Ending? Volle Pulle.
Weil Verstappen läutet nämlich die letzte Runde ein. So, du musst aufholen und direkt vorbei. Die erste Gelegenheit jetzt gleich. Am besten hier direkt schon. Oh, der Williams wird es wohl nicht probieren, hoffe ich. Muss da irgendwie vorbei. Komm schon, es geht nur um einen Punkt, aber den würde ich gerne mitnehmen. Ja, zieh, zieh, zieh! Max Verstappen geht als Erster über die Linie und gewinnt. Wir schaffen es nicht. 11. Platz, boah, ist das Wahnsinn. Wahnsinnig eng. Wahnsinnig schade. Okay. Die Paldi ist noch unterwegs, könnte die schnellste Runde vielleicht fahren. Lila Sektor 1, aktuell hat die gefahren 28,6 Piastri. Gucken, ob die Fittipaldi stoppen kann. Wohl alles raus aus der Kiste. Da ist sie. 28,3. Sehr schön. Leider die Punkte verpasst. Aber das sieht, dass es von Strecke zu Strecke ein wenig unterschiedlich ist. Schade. Aber platzmäßig ändert sich ja für uns erstmal nichts. Und damit können wir doch, glaube ich, sehr gut leben. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und ciao.